Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Generation Fall of Cybertron Optimus Prime. Optimus Prime, ja, was soll ich dazu sagen, ist die zweite Version von Optimus Prime, einer Figur aus hier dem Konsolen-Computerspiel Fall of Cybertron. Es ist quasi der zweite Teil von War of Cybertron. Und ja, was ich halt sehr schade finde, ist, dass sie Optimus Prime komplett remoldet haben. Es ist eigentlich eine geile Figur gewesen in der ersten Version. Sah für mich aus wie eine Ultra Deluxe Class Figur. Und diese Deluxe Class ist für mich leider, muss ich zugeben, eine ja sehr abgespeckte Version quasi des neuen, der leider auch mir persönlich viel zu bullig wirkt. Ja, ich komme jetzt einfach mal gleich zur Figur an sich. Vom Painting her. Die Figur, ja, sie ist ganz nett. Sieht, ich mache mal die Kanone ab, damit man den Laster vielleicht ein bisschen besser sieht. Wie gesagt, sehr bullig. Sieht aus wie ein Blockadebrecher. Die Auspuffrohre, finde ich, sind vom Design her sehr gut angebracht. Es macht schon was her. Ich weiß nicht, die Stoßstange ist für meine Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu groß. Die Räder sind in Schwarz-Silber, rollen ziemlich gut. Ansonsten ist die Figur in Rot-Blau gehalten. Das Blau ist ein sehr kräftiges, ja, mittleres, fast Königsblau. Finde ich ziemlich gut gemacht. Silberne Details hier auf jeden Fall überall. Zwei dicke, fette Autobot-Symbole, was ich richtig gut finde. Und ja, ansonsten muss ich allerdings sagen, ah ja, hier schwarze Scheiben noch. Was ich sagen muss, ist, dass dieses Rot auf jeden Fall ein falsch gewähltes Rot ist. Es ist kein richtiges Rot-Rot, sondern ein leicht Rosé-Rot. Also es ist wirklich leicht rosan, würde ich fast sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Rot dazwischen halte, merken wir doch einen deutlichen Unterschied. Ja, ich hatte jetzt hier leider momentan nichts anderes Rotes gerade griffbereit. Ansonsten, wie gesagt, ich muss einfach sagen, die Figur selbst gefällt mir gegenüber der alten Optimus Prime Figur aus dem ersten Spiel leider nicht mehr so gut. Ja, was soll ich sagen? Kommen wir einfach mal zur Verwandlung. Die Verwandlung ist ziemlich simpel und geht auch ziemlich schnell vonstatten. Wir lösen einmal die Beine. Hinten. Die Beine sind hier mit zwei kleinen Packs hier hinten im Rücken befestigt. Das heißt, wie gesagt, einmal lösen. Die Beine nach unten drehen. So. Und die Füße nach unten drehen und nach hinten einwinkeln und befestigen. So. Das ist jetzt eigentlich für die Füße schon mal alles. Das heißt, hier an der Seite, die ganzen Verwandlungen fallen alle weg bei dieser Version. Dann lösen wir einmal hier vorne die Stoßstange voneinander. So. Drehen das Ganze einmal so nach oben. Drehen jetzt, oder besagt erstmal, lösen wir die Arme seitlich zur Seite. Drehen jetzt einmal die Figur von den Armen her so nach unten, L-förmig. Und drehen sie jetzt nach oben. Nicht komplett nach unten drehen. Ich kann euch auch gleich sagen, wieso. Denn wenn ihr es jetzt so dreht, habt ihr keine Probleme. Wenn ihr es allerdings ganz gerade macht und dreht, dann könnt ihr hier diese Frontstoßstange sehr leicht kaputt brechen. Deswegen würde ich es nicht tun. So, anschließend drehen wir hier diese Stoßstange komplett nach vorne. Hier ebenso. Und winkeln die hier neben den Rädern an. Fertig eigentlich. So, jetzt winkeln wir die Auspuffrohre nach innen an. Und jetzt hat diese Figur ein kleines Automorph-Feature, indem wir nämlich die Arme von den Schultern hier hinten nach oben winkeln, kommt der Kopf zum Vorschein. So. Jetzt können wir die Arme noch nach unten winkeln. So, natürlich ist es auch ein Nachteil dieses Automorph-Feature, denn wenn ihr die Schultern nicht richtig einfixiert, dann verschwindet der Kopf immer wieder.
Leider lässt sich es nicht richtig fixieren, außer, ja, ich dachte auch erst, die Klappe bleibt hier oben, was ich eigentlich ziemlich cool gefunden hätte, aber nein, sie wird einmal komplett hier umgedreht und hier hinten fixiert und richtig hier reingedrückt. Ihr seht hier einen kleinen Pin, der quasi diese Rückseite fixiert. Wenn ihr es nach außen dreht, seht ihr es. Also ihr müsst ihr richtig hier fixieren. So, dann bleibt der Kopf auch eigentlich oben. Und ihr habt dann nicht mehr diese Probleme, dass der andere nach unten verschwindet. Ja, die Figur an sich könnt ihr hier unten noch von den Beinen her lösen. Ja, und schon ist er eigentlich fertig, verwandelt. Mein Fehler. Ihr müsst natürlich noch die Hände einmal komplett herumdrehen. So, schusselig wie immer bei mir, aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. So, jetzt noch den Unterkörper nach vorne drehen und schon ist die Figur fertig. So. Die Figur, wie gesagt, sie ist ganz nett. Ich wollte sie jetzt unbedingt zwar in meiner Sammlung haben, weil sie mir halt noch gefehlt hat. Aber alles in allem, muss ich sagen, gefällt sie mir halt nicht so gut wie der War of Cybertron Prime, weil sie halt einige Mankos hat, die Figur. Dazu aber gleich mehr. Ich versuche sie jetzt erstmal zum Stehen zu bekommen. So, ihr könnt diese Waffe ihm noch in die Hand geben. Ich sehe in sehr vielen Reviews, dass die ihm so in die Hand geben wird. Nein, das ist falsch. Ihr müsst sie ihm hier fest in die Hand drücken, denn er hat hier oben den Nachladebalken. Denn, auch wenn viele es nicht wissen, aber das ist keine Laserpistole, das ist eine Shotgun. Diese Shotgun hat er auch im Spiel und wenn er schießt, dann nimmt er den Arm nach oben, haut die Waffe nach unten und weil dieses Teil jetzt zu schwer ist, klickt es automatisch runter und lädt sich nach. Ja, ihr seht es auch hier hinter, diese Durchläufe, ihr seht also hier hinten ist ein bisschen Hohlraum. Und das ist quasi die Schiene, wo quasi hier diese Shotgun drauf aufgebaut ist. Hier unten ist Munitionsdepot. Finde ich von der Art her sehr cool, weil sie auch von hier oben, von diesem Teil, sehr stark an die G1-Version erinnert. Ja, die Waffe könnt ihr eben, wie gesagt, in die Hand geben. Was, finde ich, sogar viel besser aussieht als eigentlich die bei der alten Version. Denn es sieht wirklich aus, als wenn die Hand sich fast verwandelt hätte. Cool wäre es gewesen, wenn die Hände hier schwarz gewesen wären. Oder wenn die Waffe in grau wäre oder wie auch immer. Ansonsten halt ziemlich cool von der Waffe her. So, um jetzt aber einmal euch zu zeigen, was der Unterschied ist, hole ich jetzt einmal den Optimus Prime aus der Kampf von Cybertron Edition und stelle ihn jetzt einfach mal daneben. Ihr seht den Unterschied. Ich hoffe es mal. Es macht wirklich einiges her. Das heißt, ihr seht wirklich, der Brustkorb, der ist total verändert worden. Die Arme sind verändert worden. Die sind jetzt nicht mehr blau, sie sind grau. Die Waffe ist jetzt ja besser geworden. Es ist halt die Shotgun. Ich hatte noch das Gewehr. Die Beine haben sich geändert. Die Beine haben deutlich weniger Details als bei dem Kampf um Cybertron Prime. Auch der Rücken hat sich deutlich geändert. Ist jetzt halt flach. Ja. Also, naja, finde ich jetzt irgendwie nicht so pralle. Auch die Beine, wie gesagt, hier die Auspuffrohre haben sich jetzt hier nach oben auf die Schulter verzogen. Der Kopf an sich, ja, um jetzt mal zu vergleichen, der ist spitzer, der ist eckiger. Aber ansonsten, wenn wir uns mal diesen Kopf ansehen, er sieht sehr futuristisch aus, sehr cool. Und hier, klar, er ist auch sehr futuristisch, aber er ist irgendwie, ich weiß nicht, er passt nicht. Er sieht eher aus wie ein Kopf von Ultra Magnus, finde ich. Aber gut, das ist Ansichtssache. Mir gefallen halt hier unten an den Backen diese Ventile nicht. Diese Luftventile. Aber okay, da finde ich, ist es hier auf jeden Fall deutlich besser gelöst worden, dass die blau gelassen wurden. Auf jeden Fall viel besser. Und hier sind die Autobot-Symbole rot, hier sind sie silber. Ich muss sagen, es gefällt mir beides. Ich weiß nicht wieso. Beim roten sieht man die Symbole jetzt nicht ganz so gut, beim silber natürlich mehr. Aber alles in allem, ja, beide ganz nett.
Nur der Brustkorb, muss ich ganz ehrlich sagen, der alte war viel besser, viel heroischer, sah geiler aus. Und hier, gut, die Hüfte ist kleiner geworden als bei dem. Aber es fehlen eine ganze Menge Details. Es ist irgendwie für mich, ja, es fehlt halt alles irgendwie. Hätte man jetzt hier noch diese Schlitze vielleicht in diesem Rosé gemalt, dass es wie so ein leuchtendes Rot aussieht und das überall, dann hätte die Figur deutlich mehr hergemacht. Hier muss man wirklich customizen, um hier die Figur deutlich zu verbessern. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich sie jetzt auch miteinander vergleiche, gut, das ist eine volle 10 von 10. Das, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig beurteilen. Ich würde sagen, sie ist geil, aber nicht so geil wie das. Cool. Naja, was soll ich sagen? Ja, wenn ich das bewerten würde... naja, gut, ich lasse mich breitschlagen. 9 von 10 overall. Fahrzeugmodus ganz nett, wenn auch ein bisschen breit. Wäre jetzt ein Anhänger mit dabei gewesen, wäre geiler gewesen. Er ist ein Standalone-Panzerwagen, halt ziemlich geil. Ihm fehlt einfach der Anhänger. Es ist einfach so. Ja, wie gesagt, Fahrzeugmodus 9 von 10, Figur 9 von 10, macht overall 9 von 10 Punkten. Und bevor mir jetzt die Stimme endgültig weggeht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mir einfach ein paar Kommentare hinterlassen würdet, mich ja weiterempfehlen würdet, wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal wird eine ziemlich große Überraschung für euch kommen, denke ich mal. Für einige vielleicht nicht, für einige schon. Wir sehen uns bis nächste Mal. Euer Rexford.